Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Metal Gear Solid und waren jetzt gerade bei Kenneth Baker oder Präsident Baker. Ich weiß gar nicht, ob er Kenneth heißt mit Vornamen. Und er ist uns komischerweise auch weggestorben. Er hat uns aber noch vorher die Stufe 2 Levelkarte gegeben und noch eine Disk, optische Disk, auf der Metal Gear Manöverdaten gespeichert sind. Ja, wir verlassen erstmal den Raum hier. Ach, kann ich gar nicht. Komischerweise kann ich nicht durch die Tür gehen, sondern muss mich erstmal zurückschleppen hier durch und hier durch. Ne, die Disk rüste ich mal nicht aus. Und wir müssen danach die junge Frau kontaktieren, wovon wir ausgehen, dass es Meryl ist, also die Nichte des Colonels. Ich weiß gerade nicht, hatten wir hier irgendwo noch eine Tür der Level 2? Jetzt haben sich ja auch noch Soldaten niedergelassen. Macht es uns natürlich umso schwieriger mit allem. Hier ist eine Stufe 2. Die können wir direkt öffnen. Was befindet sich? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man war so gerissen und hat sich hier den Thermal-Google geholt oder wie das hieß. Oder es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Die Zigaretten von Snake, wenn man nämlich raucht, dann löst dieser Rauch ein bisschen, oder man sieht dadurch die Infrarotstrahlen, aber gut, mit dem Infrarotgerät geht es einfach besser. Wichtig ist halt, dass man da nicht blind durchläuft, sondern dass man hier sozusagen drunter herkrabbelt. Wir nehmen FA-Maß, FA-Maß, FA, und diese FA seht ihr jetzt, das ist diese hier, das ist das Gewehr, was ja die nette junge Dame auch schon hatte. Wir kommen gar nicht ohne die Karte da raus. Finde ich ein bisschen nervig halt, dass man immer die Karte ausgerüstet haben muss, aber was soll's. Dann einmal hier lang und jetzt bitte schnell den Fahrstuhl. Danke. Ja, er ist schon da. Er ist schon da und jetzt nur noch nach oben fahren. Puh, das war knapp. Ach ja, wenn der Alarm ausgelöst sein sollte, vergesst das. Ihr könnt da nicht, zurück. Also, ihr könnt nicht den Aufzug dann benutzen. Ich wollte eigentlich den hier haben, denn da oben hatten wir noch eine Tür. Oh, gemein. Jetzt sehe ich das nicht. Muss ich ein bisschen zurückgehen. Vielleicht sehe ich es dann. Ich wollte nämlich sehen, welche Nummer 1. Da steht Level 1 drauf. Dann können wir da auch nochmal hin. Müssen wir nur ein bisschen auf die Kamera achten. Nicht, dass wir jetzt auf einmal wieder Alarm auslösen. Und dann ist hier auch noch so ein Typ. Zack, hat doch wunderbar geklappt. Brauchen wir noch nicht mal eine Granate für opfern. Was befindet sich hier? Hier befindet sich mit Sicherheit eine Kiste und das ist irgendwie so eine Box, diese berühmten Box von Metal Gear, wo man sich drin verstecken kann, und das ist ein Karton zum Hubschrauberlandeplatz, steht auf diesem drauf. Hat noch eine andere nette Funktion, die man auch noch benutzen kann im späteren Verlauf, für uns jetzt aber eher weniger interessant. Wichtig ist halt einfach, dass die Soldaten, wenn sie uns, sie würden uns da nicht erkennen, sondern, na komm, würden halt einfach den Karton sehen. Ich versuche das mal jetzt zu demonstrieren. Ich hoffe, er sieht mich. Ich darf mich aber natürlich nicht bewegen. Das ist jetzt blöd gelaufen. Ach, komm schon. Dreh dich mal um. Ein Karton. Also, man kann halt einfach stehen bleiben, dann passiert einem nichts. Man kann sich auch noch hier drin umgucken. Ist auch ein schöne, nette Idee, die sich die einfallen lassen haben. Kletter mal hier drunter. Ah, hier ist gar nichts. Ich dachte, unter dem Panzer wäre was. Ja, was fällt uns auf? Hier war auch noch ein Panzer. Den hatte ich nämlich als Fluchtpunkt benutzt. Ist auch nicht mehr da. Ah, hier ist noch eine Tür 1. Die öffnen wir auch nochmal. Hier befindet sich, glaube ich, auch nochmal eine. Hier befindet sich auf jeden Fall ein Soldat. Wir müssen den leider umbringen. Und dadurch müssen wir sein Genick
aufbrechen, um an das Ding hier ranzukommen. Und haben jetzt nicht nur... Wir haben einen für die Succom-Pistole unterdrückter Lärm und Mündungsfeuer, also eigentlich ein Schalldämpfer. Und wenn wir die ausrüsten, haben wir den hier schon weg und haben den sozusagen ausgerüstet und können jetzt auch feuern, ohne damit direkt erkannt zu werden. Ja, jetzt sollten wir nämlich das Mädel anrufen. Das Problem, was daran bestand, ist ganz einfach, wir kennen die Codec-Adresse von der nicht. Also wir kennen von Mai Ling, von Campbell und von Master. Der Typ, ich kann ja mal Campbell jetzt anrufen, vielleicht sagt er uns nochmal was. Der DARPA-Chef und Präsident Baker. Die Terroristen haben jetzt also beide Codes. Und nicht nur das. Beide starben direkt vor meinen Augen. Snake, jetzt wo die Terroristen beide Codes haben, müssen sie einen Abschuss entweder mit den Spezialschlüsseln verhindern, die Merrill hat, oder... Oder den Metal Gear Chefingenieur finden, wie Präsident Baker sagte. Hal Emmerich. Jedenfalls sollten sie Merrill per Codec anrufen. Stand ihre Frequenz auf der CD-Verpackungsrückseite? Genau, CD-Verpackungsrückseite, ja. Jeder Computer, der ein Computer bekannt ist, weiß, dass diese Disk, wo haben wir sie jetzt, eine CD beinhaltet. Also, es sieht so aus, MO-Disk, optische Disk auf der Metal Gear Manöverdaten. Ich habe damals alles Mögliche versucht, um da irgendwie an den Codec-Nummer ranzukommen. Könnt ihr vergessen. Erst stirbt der DARPA-Chef am Herzinfarkt und jetzt Präsident Baker? Ja, da stimmt doch was nicht. Master, wissen Sie, was hier vorgeht? Nein, aber irgendwas ist hier im Busch, das ist klar. Halten Sie die Augen offen. Er sagt uns auch nichts und Mai Ling dürfte uns auch nichts sagen. Gibt's was, Snake? Sie lässt uns nur speichern, können wir ja gerne machen. Nein. Jetzt habe ich einen neuen Block genommen. Ah, ist egal, ist ja alles nur... Snake, hören Sie auf Laozi. Wer weiß, dass genug genug ist, hat immer genug. Nur weil Sie einen Gegenstand sehen, müssen Sie ihn nicht immer haben. Überlegen Sie, ob er unbedingt nötig ist. Der Aufwand lohnt vielleicht nicht. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall haben sich die Macher damals einen richtig genialen Trick überlegt. Weil es war damals sehr oft gang und gäbe, dass man sich die PlayStation so umgebaut hat, dass man gebrannte Spiele spielen konnte. Ich kann mich noch an einen Kumpel erinnern, der mir damals... Ich weiß gar nicht, ob die Macher das beabsichtigt haben, aber auf der Rückseite der CD-Hülle war ein Bild abgedruckt von einem Codec und eine Nummer. Und die muss man hier sozusagen eingeben und ohne diese Rückseite kam man nicht darauf. Damals war das Internet noch nicht so populär, dass man mal eben, und nicht jeder hatte das Internet, dass man mal eben suchen gehen konnte und wusste, also welche Nummer das ist. Man konnte nicht googeln oder so. Bedeutet, wenn man nicht jetzt irgendeinen Freund hatte, der gerade das Spiel hatte und man die Frequenz kannte, dann hatte man keine Chance, ab dem Punkt hier weiterzukommen. Es sei denn, man will sich hier durch alle Nummern durchtelefonieren oder durchcodecken. Ich weiß, dass irgendein Schulkollege damals ankam und fragte, ob ich die hatte. Ich habe ihm die gegeben, weil ich hatte das Spiel natürlich original. Haben sich die Macher damals definitiv was Cooles überlegt, um halt sozusagen den Leuten Strich durch die Rechnung zu machen, aber es war einfach geil gemacht, auf der Rückseite der CD-Hülle das zu schreiben. Wenn ich mich noch richtig im Kopf habe, nein, habe ich nicht, dann war es 14114. Ich meine nämlich, das wäre 14 gewesen. Auch nicht. 10? 12? Ich meine, das wäre 14012 gewesen oder 14014? Nein, ich wollte eins weiter. Nicht. 24? Ich meine, es wäre nämlich irgendwas mit einer 4 gewesen. Auch nicht. 10? Jetzt bin ich gerade... Ich bin mir ziemlich sicher, dass was mit einer 4 war. 140, 20 oder 24? Dann 14120. Bitte lass mich jetzt nicht im Stichgedächtnis. Schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Und ich will jetzt nicht während meines Parts hier weggehen und den Codec, das Codec herausfinden.
Also ich weiß, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, es war in der 140er-Region, Moment, 85, kann das sein? Nee, es ist Roy Campbell. Jedenfalls sollten Sie Merrill per Codec anrufen. Stand Ihre Frequenz auf der CD-Verpackungsrückseite? Ja, Moment, ich war es 115? Nein, nicht 14. Aha! Wer sind Sie? Ich war echt beeindruckt, wie Sie da rausgekommen sind. Der aus dem Gefängnis? Sie sind die Nichte des Colonels. Merrill, oder? Nein, das ist er nicht. Und wer bitte sind Sie? Der Idiot, den Ihr Onkel hier ganz alleine in dieses Minenfeld geschickt hat. Sie sind alleine? Was sind Sie? Eine Art Ein-Mann-Einheit? Ich brauche keine Vorträge. Sie sind genau wie Ihr Onkel. Woher kennen Sie meinen Onkel? Wir sind alte Freunde. Wie heißen Sie? Mein Name ist nicht wichtig. Aha. Sind Sie vielleicht Snake? Sind Sie Solid Snake? Einige Leute nennen mich so. Der legendäre Solid Snake. Sie. Tut mir leid wegen vorhin. Ich wusste nicht, auf welcher Seite Sie sind. Ich wusste es von Ihnen. Wie? Ihre Augen. Meine Augen? Das sind keine Soldatenaugen. Sondern die eines Grünschnabels. Nein, schöne, einfühlsame Augen. Genau das, was man von der Legende erwartet. Solid Snake. Versucht mir den Teppich unter den Füßen zu nehmen. Keine Sorge. Das kommt schon wieder, wenn wir uns sehen. Die Wirklichkeit kann mit der Legende leider nicht ganz mithalten. Ich glaube Ihnen nicht. Weshalb waren Sie so überrascht, als Sie mein Gesicht sahen? Weil Sie ihm so ähnlich sind. Wem? Liquid Snake? Der Terroristenführer? Ja, kennen Sie ihn? Sie sind nicht etwa Brüder, oder? Ich habe keine Familie. Wie kann das denn sein? Wer weiß. Fragen Sie ihn doch selbst. Aber erst brauche ich Informationen. Sie waren von Anfang an bei der Übung dabei. Was genau ist da vorgefallen? Tut mir leid. Ich wurde zusammen mit Präsident Baker gleich nach dem Angriff gefangen genommen. Das ist okay. Aber wo sind wir hier? Das ist doch nicht nur eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Oh nein, das sieht Ihnen ähnlich. Sie haben Ihnen nichts erzählt? Okay, Snake. Dies hier ist nicht wirklich eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Diese Basis wird von einer Scheinfirma von Arms Tech betrieben. Eine zivile Basis? Ja, für die Entwicklung von Metal Gear. Colonel. Foxhound und die Sondereinheiten der nächsten Generation waren hier zum Abschuss einer Testrakete. Weshalb Foxhound? Weil sie eine Sondereinsatztruppe mit Erfahrung bei streng geheimen Missionen sind. Alles sollte schön geheim gehalten werden. Aber Atomraketen wurden bereits getestet. Weshalb jetzt? Es sollte der endgültige Test vor der formellen Genehmigung des Metal Gear-Programms sein, so viel ich davon gehört habe. Klingt komisch. Was glauben Sie, wollen die Terroristen? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich wurde mit Präsident Baker zu Beginn der Revolte gefangen genommen. Oh ja. Dabei gab er Ihnen die Schlüssel zum Deaktivieren des Sprengcodes. Genau. Wie haben Sie es geschafft, sie vor den Wachen zu verstecken? Frauen haben mehr Verstecke als Männer. Sie haben Baker getroffen? Wie geht es ihm? Er ist tot. Was? Herzinfarkt. Wie auch der DARPA-Chef. Der Chef ist auch an Herzinfarkt gestorben? Ja. Waren die beiden krank oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht an Zufälle. Irgendwas geht hier vor. Könnte sein, aber ich habe keine Ahnung, was. Ich auch nicht. Noch nicht. Kennen Sie den Entwickler von Metal Gear? Sie meinen Dr. Emmerich? Ja. Lebt er noch? Wahrscheinlich. Er sollte im Forschungslabor im zweiten Untergeschoss, im Sprengkopflager nördlich von hier sein. Zweites Untergeschoss, okay. Ja, dort ist sein Labor. Ich glaube, er wird dazu gezwungen, am Atomraketenabschussprogramm zu arbeiten. Sie brauchen ihn also erstmal lebend. Wir müssen etwas tun, bevor er fertig ist. Stimmt. Ich muss wissen, wie ich Metal Gear zerstöre, wenn der Sprengcode nicht deaktiviert werden kann. Das wollen Sie selber unternehmen, Snake? Es ist nicht das erste Mal. Wie komme ich am besten in das Gebäude, in dem der Doktor ist? Im ersten Stock des Gebäudes ist eine Frachttür, die nach Norden führt. Was ist die Sicherheitsstufe der Tür? 5. Aber kein Problem. Ich habe eine Karte für Stufe 5. Okay. Ich versuche, den Doktor zu retten. Sollten gehen. Ich komme mit. Nein, Sie sind zu grün. Verstecken Sie sich irgendwo. Ich bin nicht grün. Glauben Sie mir. Kleinste Unaufmerksamkeit vor dem Feind und alles ist vorbei. Sie können nicht immer Glück haben. Ich weiß nicht, was los war.
Ich konnte einfach nicht gleich schießen. Ich hatte beim Training nie Probleme. Aber als ich daran dachte, dass meine Kugeln diese Soldaten zerreißen würden, zögerte ich. Schießen auf Zielscheiben und feuern auf Menschen ist etwas ganz anderes. Schon als ich noch klein war, wollte ich Soldatin werden. Ich habe meine Gedanken und meinen Körper jeden Tag auf eine echte Kampfsituation vorbereitet. Und jetzt... Was nun? Geben Sie auf. Ich kann nicht. Jetzt darf ich nicht aufgeben. Hören Sie, Meryl. Es wird jedem schlecht, nachdem er das erste Mal tötet. Aber leider wird das Töten mit jedem Mal einfacher. Im Krieg kommen all die schlechten Seiten und Gefühle des Menschen zum Vorschein. Und so vergisst man leicht auf dem Schlachtfeld, wie groß die Sünde ist. Dies ist kein Krieg. Es ist ein Terroristenangriff. Sie sind bloß etwas aufgerührt. Eine normale Reaktion auf das Kampfhoch. Ihr Adrenalinspiegel legt sich wieder. Keine Sorge. Ich habe an der Akademie alles über Kampfhochs gelernt. Wir besprechen das später. Jetzt müssen Sie hier erstmal lebendig rauskommen. Ich denke dran, wenn wir hier jemals rauskommen. Okay. Ich versuche das mal anders. Gehen Sie mir aus dem verdammten Weg! Ein mieses Stück. Genau wie mein Onkel sagte. Ich sagte doch, Wirklichkeit hält nicht mit der Legende mit. Sie hatten wohl recht. Okay, Snake. Ich werde brav sein. Wir treffen uns, wenn ich den Doktor habe. Dann kümmern wir uns um den Sprengcode. Alles klar. Aber ich kenne diesen Bereich besser als Sie. Melden Sie sich bei Fragen. Vorsicht, ja? Ich melde mich, wenn die Frachttür offen ist. Ja, und jetzt hätte ich eigentlich das Gespräch unten führen dürfen. Falls das gegangen wäre, weiß ich gerade gar nicht. Aber dann hätte ich mir ein bisschen was erspart. Da oben sehe ich gerade, laufen schon wieder Soldaten rum. Also hätte ich ein bisschen aufpassen müssen da oben. Wir sind also davon abhängig, dass sie uns jetzt die Tür hier öffnet, diese Frachttür für Stufe 5. Und können jetzt hier rumlaufen oder abwarten, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das per Zeit gesteuert ist, ob das per Schritte gesteuert ist, wonach das geht. Auf jeden Fall hatten wir wieder ein sehr, sehr tolles Lied. Also der Soundtrack von Metal Gear war eins mit der ersten, welche ich mir gekauft habe. Weil die Musik in diesem Metal Gear, also vom ersten finde ich dann immer noch am besten. Der zweite ging so, der dritte war wieder besser. Vor allem das Intro-Lied, aber ich werde den dritten Teil natürlich auch nochmal let's playen und dann werdet ihr das alles mitbekommen. Auf jeden Fall den Soundtrack, den die damals sich ja zusammenkomponiert haben für dieses Spiel. Das Spiel an sich, man muss es auch immer überlegen, auf der PlayStation so ein 3D-Spiel mit so richtigen Hintergrundstory und alles. Also welche Fortschritte man das damals gemacht hat. Heutzutage würde man sagen, verpixelt und alt und alles. Also es ist ein geniales Spiel gewesen. Snake, die Frachttür ist offen. Danke. Wo sind Sie? Ich weiß, wo Sie sind. Bleiben Sie, wo Sie sind. Keine Sorge, ich trage die feindliche Uniform. Mit Ihrem Gang erkennt man Sie schnell. Was soll das heißen? Ach, nichts. Hören Sie, Snake. Die Frachttür ist wie eine Luftschleuse. Sie hat Infrarotsensoren und beim Feststellen eines Eindringlings tritt Gas aus. Gas? Okay, wir treffen uns beim Sprengkopflager. Warten Sie. Sie wollten noch brav sein und hierbleiben. Hab's mir anders überlegt. Seien Sie nicht dumm. Das verdirbt immer alles. Tut mir leid, aber ich muss herausfinden, ob ich als Soldat geeignet bin. Ich muss mir erstmal die Hände schmutzig machen. Das sind Berufssoldaten. Die werden Sie umbringen. Bis später. Tja, Frauen wollen nicht auf uns hören. Auf jeden Fall hat sie uns die Schleuse geöffnet, was ja schon mal sehr nett ist. Und ja, also das mit dem Gas ist sehr wichtig, weil... Um es anders auszudrücken, wenn man hier mit den... Ja, wir kriegen nochmal eine Nachricht. Vorsicht, Snake! In der Luftschleuse sind Infrarotsensoren. Dem bloßen Auge kann man sie nicht sehen, aber aus der Wand da kommen Infrarotstrahlen. Bei Kontakt mit einem werden die Türen abgeschottet und Giftgas freigesetzt. Sie müssen da irgendwie durch, ohne Alarm auszulösen. Wie sie halt gesagt hat, wenn man die berühren würde, könnte man gar nicht so schnell zurückrennen. Die Tür wäre automatisch zu. Es tritt Gas aus, bis man stirbt. So, jetzt ganz vorsichtig. Abwarten, abwarten. Wow. Man muss ein bisschen gucken, dass man die richtigen
oh, das geht gerade so gut, dass man die richtigen Infrarotstrahlen sieht, weil in dieser Vogelperspektive könnte das ein wenig zur Verwirrung sorgen. Gut, wir sind hier durchgekommen, komischerweise, das versteht kein Mensch. Da vorne ist eine Tür der Stufe 5. Ohne die kommt man gar nicht hier hin. Und hier ist auf einmal eine Tür der Stufe 2. Also ohne den Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Ich brauche erst den Schlüssel, damit diese blöde Tür hier aufgeht. Total unnützig, aber was soll's. Ich werde an dieser Stelle hier einen Cut machen. Wir hatten den letzten Part schon ziemlich in die Länge gebracht, sage ich mal. Wir haben ja den letzten Part ist ziemlich in die Länge gezogen worden durch die ganzen Sequenzen. Deswegen werde ich hier mal einen kurzen Part machen. Ich hoffe, das Spiel hat euch soweit gefallen. Also der Part hat euch soweit gefallen. Das Spiel ist natürlich noch lange nicht vorbei. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein, wenn es heißt, wir spielen Metal Gear Solid. Bis dahin.